Okay, also unser Thema für heute: Heat Dissipation Solutions, vorgestellt von der Firma Tiglet. Kommen wir gleich dazu. Diese Veranstaltung wurde jetzt organisiert von der Regionalgruppe Nürnberg. Diejenigen von Ihnen, die öfter an den FET Talks teilnehmen, wissen ja, wir haben unsere Regionalgruppen, unsere lokalen Gruppen im Prinzip mit diesen FET Talks geöffnet, sodass im Prinzip über die komplette Dachregion alle von diesen Veranstaltungen profitieren können. So, unser heutiges Team, Herr Michels, ist unser heutiger Referent für das eben vorgestellte Thema. Dann Herr Grüner, Regionalgruppenleitung Nürnberg. Und Frau Sau, haben es gerade schon gehört, im Hintergrund zuständig für die Organisation und für die Technik. Und mein Name Markus Biener und auch Regionalgruppenleiter in Nürnberg. Ja, eine kurze Einführung zur Technik. Wir sind ja vor kurzem umgestiegen von GoToWebinar in das Zoom-Webinar-Tool. Das So. heißt, Sie sind stumm geschaltet und die Frage- und Antwortfunktion ist während der Präsentation offen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, einfach eintippen in diesen F&A-Button und jetzt sehe ich gerade, Peter Koll ist auch mit dazukommen. Er Ja. wird uns dann später im Prinzip durch diesen Teil führen mit den Fragen und Antworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und dann auf den FED-Channel von YouTube bereitgestellt, sodass Sie im Nachgang das Ganze wieder anschauen können. Im Videoformat, wenn Sie FED-Mitglied sind, haben Sie die Möglichkeit, im Bereich der Wissensdatenbank auf der Webpage des FEDs im Nachgang auch die Folien herunterzuladen. Gut, so viel zur Technik. Dann machen wir auch natürlich gleich Werbung für die nächsten FED-Talks. Und da ist der nächste schon am nächsten Montag, ein Online-Vortrag zum Thema Low Pressure Molding. Und gleich am nächsten Mittwoch ein Thema, da gibt es eine ganze Vortragsreihe zum Thema metallographische Analysen. 15. März der fünfte Teil, Sie sehen 20. April dann der sechste Teil zu dem Thema. Und zwischendurch noch am 6. April, also kurz vor Ostern, noch das Thema Temperature Management und PCBs. Sie können sich wieder anmelden auf der FED-Webpage unter dem Punkt Veranstaltungen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Sie haben es gerade im Vorspann vielleicht schon gesehen. Der Paul Award 2023 steht wieder an. Das ist ein Wettbewerb, den der FED vor 3, 4, 5 Jahren ins Leben gerufen hat. Und der wendet sich an junge Leute zwischen 15 und 25, also an Studenten, an Azubis und einfach an Elektronikinteressierte, zu bestimmten Themen ihr Projekt einzureichen und da sich mit, sagen wir, mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Paul Award, warum Paul Award? Paul Eisler war damals der Erfinder, der Patenthalter von der Leiterplatte und darum haben wir diesen Award auch Paul Award genannt. Also wenn Sie jetzt bei sich im Unternehmen Azubis haben, wenn Sie junge Leute kennen, die elektronikaffin sind, einfach mal auf die Seite draufschauen und sich bewerben. Ja, dann möchte man noch darauf hinweisen, es gibt auch im September wieder die FED-Konferenz, diesmal die 31. Wir sind diesmal in Augsburg im Kongresszentrum. Mission Future, Aufgaben und Chancen für den Elektronikstandort Europa, ist ja ein sehr aktuelles, sehr heißes Thema. Und Sie sehen hier, es sind wieder unterschiedliche Themen aufgerufen. Es wird wieder um die 50 Fachvorträge geben, Expertenrunden. In 4 parallelen Slots werden wir das Ganze wieder machen. Wie gewohnt, wir werden 2 Keynotes haben und selbstverständlich haben wir wieder ein Rahmenprogramm zum Netzwerken, weil auch das ist ein wichtiger Punkt bei so einer Veranstaltung, dass man sich trifft, dass man miteinander redet und da gibt es natürlich am ersten Tag am Abend dann auch wieder unseren Festabend. Und so, was wir nicht vergessen wollen, eine begleitende Ausstellung, die jetzt, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe in Augsburg, viel Platz bieten wird. Also wir werden da irgendwo 40, 50 Aussteller unterbringen. Ja, dann eine Veranstaltung, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist eine Veranstaltung der Regionalgruppe München und Nürnberg, also ganz speziell jetzt der Regionalgruppen aus Bayern in Kooperation mit dem Arbeitskreis 3D-Elektronik. Und wir werden am 25. Juli an der Technischen Hochschule in Nürnberg einen Aktionstag machen, einen Fach- und Führungskräftetag.
Sie sehen hier schon die Highlights, Klassifizierung der 3D-Elektronik. Es gibt hier keine Klassifizierung in diesem Bereich der, sagen wir mal, additiven 3D-Elektronik. Und da werden wir in der Richtung das erste Mal was vorstellen, das dann später auch als Normentwurf dienen wird. Es geht um aktuelle Forschungsprojekte, sind Projekte von der Hochschule. Da wird es 2 Stück geben. Es wird 4 Industrievorträge geben zum Thema 3D-Druck. Es wird auch eine Beleuchtung geben des Themas EDA-Tools versus 3D-Elektronik, weil ich sage mal, manche EDA-Hersteller verstehen unter 3D-Elektronik nicht unbedingt die additive gedruckte Elektronik, sondern eher so ein Stauflex-Design. Aber das werden wir da eher beleuchten. Es gibt eine Poster-Session, eine Fachausstellung. Also wir werden, ich sage mal, nach Ostern die Veranstaltung freischalten und Sie können sich über unsere Homepage dann anmelden. Das Ganze ist, wie Sie es von uns gewohnt sind, wieder kostenlos. Aber hoffentlich nicht umsonst. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema heute, zum Vortragsthema Heat Dissipation Solutions. Und ich möchte gleich mal unseren Referenten für heute begrüßen, Herrn Thomas Michels. In der Kurzvorstellung, Herr Michels ist seit über 30 Jahren in verantwortlichen Positionen in der Leiterplattenbranche Technik. Er war unter anderem bei Ventec Central Europe GmbH als Geschäftsführer bestellt, wo er das globale Geschäft mit Basismaterialien, mit Metallkernsubstraten aktiv vorangetrieben hat. Er ist heute CEO der international tätigen Ilfa GmbH in Hannover, Anbieter von mikroelektronischen Produkt- und Servicelösungen für Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Industrie, Technologie und so weiter. Und außerdem ist er Präsident und geschäftsführender Gesellschafter der Ticlet Europe GmbH, eine Gesellschaft, da geht es um ganzheitliche Wärmemanagementlösungen für Hochleistungsanwendungen. Und genau das ist heute das Thema und er gibt uns, ich denke, einen Einblick über die Möglichkeiten, wie man denn diese Materialien zur gezielten Wärmeableitung zum Beispiel in Automotivapplikationen einsetzen kann. Herr Michels, die Bühne gehört Ihnen. Dann erstmal vielen Dank für die Einführung. Herr Biener, freut mich sehr, hier zu sein. Ich würde jetzt meinen Bildschirm auch freigeben. Ich hoffe, das klappt jetzt. Können Sie den Vortrag sehen? Nein, noch nicht. Herr Michels, teilen Sie das nochmal? Machen Sie nochmal Bildschirm freigeben? Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt sind es drauf. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dann gehen wir in den Hintergrund und wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß. Ne? Dann vielen Dank nochmal. Und ja, dann würde ich erstmal ein Grüß Gott an alle Teilnehmer senden wollen, an die Damen und Herren. Nochmal ein Dankeschön an den FED, dass wir hier mal unsere Sichtweise zu dieser Thematik vorstellen können. Herr Biener und ich hatten ja anlässlich der Jahresveranstaltung des FED ganz grundsätzlich gesprochen über diese Fragestellung und dann kam die Idee auf, vielleicht sagt Ticlet mal etwas dazu. Das haben wir dann sehr gerne aufgegriffen. Ich möchte vorausschicken, dieser Vortrag ist in Englisch. Ich werde ihn in Deutsch halten. Insofern ja, entschuldigen Sie vielleicht, dass dann ab und zu mal ein Denglisch daraus wird. Aber viele der Fachbegriffe heutzutage in unserer Industrie sind ja so Englisch. Die Fragestellung, was das Thema Thermal Management angeht und gerade wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, die meisten von Ihnen werden ja wahrscheinlich Entwickler sein. Was uns ganz wichtig ist, wenn Sie anfangen, ein Produkt zu entwickeln, bitte nehmen Sie die vertikale Supply Chain, also die Wertschöpfungskette gleich mit ins Boot, denn im Design liegen die Kosten. Das heißt, wenn Sie etwas entwickeln und dann legen Sie auch die Kosten fest. Und im Nachhinein dann noch die Kosten zu optimieren, wird im Regelfall sehr, sehr schwierig. Das ist ein, ja, wirklich ein Mantra. Sie werden es noch ein paar Mal von mir hören.
Wir müssen da wirklich sehr eng zusammenarbeiten. Herr Biener hat es gesagt, ich bin auch Geschäftsführer und Gesellschafter eines Leiterplattenherstellers in Deutschland, der Ilfa. Wir sind eher im Hightech-Bereich, also wir stellen keine Produkte her, wie die Produkte, über die wir jetzt sprechen werden. Wir könnten aber, ich kann Ihnen aber natürlich, wenn Sie Fragen haben, immer gerne deutsche oder europäische Hersteller nennen, wo Sie sehr gut aufgehoben sind. Gehen wir direkt zur T-Clad. Die T-Clad, der Name sagt Ihnen vielleicht jetzt auf Anhieb nicht so viel. Jetzt, Entschuldigung, ich bin hier, komme hier gerade nicht weiter. So, ich hoffe, Sie können das sehen. Die T-Clad ist die Unternehmung, die früher Sie wahrscheinlich unter Bergquist gekannt haben. Bergquist wurde vor vielen Jahren von Henkel übernommen und vor 2 Jahren haben dann Partner von mir mit mir zusammen diese Aktivität der Bergquist von Henkel wieder zurückgekauft. Die Partner sind die Firma Polytronics. Wir haben dann die Aktivitäten der Firma Polytronics, die auch schon 20 Jahre im Bereich Wärmemanagement unterwegs ist, zusammengeführt. Und ich betreue jetzt den europäischen Markt mit meinem Team. Die Produktion der T-Clad ist in Amerika, sowohl in Amerika als auch in Asien. Wir haben einen Standort in China, wir haben einen Standort in den USA. Wir sind in Summe 300 Mitarbeiter, die diese Laminate herstellen, beziehungsweise auch spezielle Anwendungen für Kunden in den USA produzieren. Wichtig für Sie, wenn Sie mit uns sprechen, Sie können mit uns weltweit sprechen. Das heißt, Sie können, egal wo Sie sind, mit uns die Thematiken, die Sie betreffen, besprechen. Wir können aber dann, auch wenn Sie jetzt in Deutschland mit uns ein Layout besprechen und nachher auch bauen, können wir auch jederzeit in anderen Regionen der Welt Sie mit dem Material versorgen und auch dort Ihren Partnern Rede und Antwort stehen. Das gilt für USA, das gilt für Asien, das gilt für Europa. Gehen wir direkt in medias res. Ich habe es unterteilt, oder der Kollege, der es für mich geschrieben hat, hat den Vortrag unterteilt in einmal die Herausforderungen des Thermal Managements. Danach werden wir uns nochmal der Zuverlässigkeit zuwenden. Und dann haben wir 2 Beispiele mal aufgezeigt, wo wir glauben, wir können Lösungen Ihnen anbieten, die für Sie interessant sind, technologisch sowohl als auch kommerziell. Die eine Fragestellung, die heute uns sehr stark beschäftigt, ist das Thema Thermal Management im Bereich Automobil. Und da, wenn Sie jetzt an das Thema denken, Ladung, also Elektromobilität, Hybrid, sowohl als auch dann nachher natürlich auch die Elektroautos, ist die Fragestellung, wie kriege ich möglichst schnell meine Batterie geladen? Das heißt, wir legen hier sehr viel Energie an und diese Energie erzeugt auch Wärme. Und dann gibt es natürlich dann die Fragestellung, wie kriege ich das geregelt, dass wir hier keine Überhitzung entsteht. Und da kann man sehr wohl mit der Auswahl der richtigen Materialien zumindest Abhilfe schaffen oder Linderung schaffen. Wir haben das, Sie sehen hier einen Überblick. Es gibt einmal die Wechselstrom-Gleichstrom, die Gleichstrom-Gleichstrom, die Onboard-Charger, IGBTs, die verschiedenen Anwendungen auf System-Level oder auch auf Power-Module-Level. Und für all diese Anwendungen muss man dementsprechend die richtigen Materialien auswählen. Und zwar gilt es ja in diesem Bereich einmal, gerade im Automobilbereich, sehr lange Laufzeiten. Wir sprechen hier oft von Fragestellungen 15 Jahre, respektive 100.000 Stunden Lifetime. Wir wollen sehr viele Zyklen fahren. Das heißt, auch so eine Batterie muss ja oft geladen werden, respektive wir müssen ja sehr oft Temperaturwechsel fahren, also bis zu 2000 Zyklen. Die Materialien sollen natürlich, was die Brandgefährdung angeht, der UL94V0 genügen. Und wenn wir dann in die wirkliche Technologie gehen, dann brauchen wir Materialien, die sicherstellen, dass die Zuverlässigkeit
sichergestellt ist, im Besonderen gerade an den Lötstellen, beziehungsweise wir wollen diese Fehler, die dann entstehen, so gering wie möglich halten. Und als allerletztes, wir reden hier von großen Stückzahlen, das heißt, wir brauchen ein sehr gutes Verhältnis zwischen der Leistung, der Performance und den Kosten. Und wir denken, wir können über diese Breite an Materialien, die wir Ihnen anbieten können, dann je nachdem, welche Anwendung Sie haben, eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Die Vorteile, die wir sehen für unsere Materialien, ist Nummer eins, wir machen dieses Geschäft seit als Bergquist T-Klett seit mittlerweile 40 Jahren. Also das heißt, wir haben einen doch sehr langen Zeitraum diese Fragestellung schon begleitet und haben auch dementsprechend auch historische Daten, was unsere Materialien angeht. Das ist ja oft so eine Fragestellung, da wird was neu entwickelt. Und da muss man ja auch sehen, wie sieht das nach 3, 4, 5 und 10 Jahren aus. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben die Möglichkeit, Ihnen, ich sage gerade maßgeschneidert, eben auch Materialien anzubieten, die der Fragestellung dann auch wirklich Genüge tun, seien es die Kupfersubstrate oder die Aluminiumsubstrate. Wir können Ihnen dann dadurch eben auch eine Reduzierung der Verwindung-Verwölbung gewährleisten. Wir haben die Möglichkeit, den CTE, also die Ausdehnung des Materials, dementsprechend so zu gestalten, dass Sie keinen Stress am Solderjoint, also an der Lötstelle bekommen. Und wir können auch dann für die Bereiche, wo heute noch DBC-Anwendungen zum Tragen kommen, Ihnen Materialien vorstellen, wo Sie in diesem Bereich ganz andere Freiheiten haben, also konkret, was die Geometrien angeht. Sie sind nicht mehr gebunden an quadratische oder rechteckige Geometrien. Sie können frei Geometrien wählen. Sie können auch, die Bearbeitung ist deutlich vereinfacht. Sie können bohren, Sie können stanzen, Sie können fräsen. Also Dinge, die Sie aus den Anwendungen mit DWC so in dem Umfang nicht kennen. Das sehen Sie auch hier in dem Chart, das Sie jetzt hier vor sich haben. Wir haben mal verglichen ein Material von uns mit 3,2 mm respektive mit 0,8 mm im Vergleich zu einer DBC-Anwendung. Und wenn Sie hier die Veränderung der Topografie sehen, die Verwindung, Verwölbung sehen, dann ist relativ schnell klar, wenn Sie jetzt auf so einem Material löten wollen, dann ist das eine Herausforderung. Und die Herausforderung versuchen, das ist unsere Aufgabe natürlich dann auch, dann diese Herausforderung für Sie so weit wie möglich zu minimieren. Wir haben den Vergleich mal angestellt, einmal die sogenannten IMS-Substrate, also die Metallkernsubstrate im Vergleich zu den klassischen Aluminiumoxid- und Aluminiumnitrit-Verbindungen und wie immer, verschiedene Materialien haben verschiedene Vor- und Nachteile. Die Kostenseite ist von links nach rechts. IMS ist die Variante, die auf Englisch würde ich sagen, most cost-effective, also die besten Preis-Leistungs-Verhältnisse anbietet. Und nach rechts außen wird es halt dann dementsprechend immer teurer. Und wir heben da sehr gerne auf dieses Thema Form-Factor ab, also Formen, die sie gewährleisten können. Und ganz wichtig, wir sehen immer mehr sogenannte Multilayer-Anwendungen, also wo sie mehr Lagenschaltungen auch in diesem Bereich IMS designen müssen. Und das ist halt mit IMS-Materialien möglich. Das ist mit anderen Materialien eben so nicht umsetzbar. Ich hatte gesagt, es ist ganz wichtig, dass Sie die dementsprechenden Materialien einsetzen. Sie haben ja verschiedene Möglichkeiten. Sie haben einmal die Möglichkeit, dass Sie, wenn es gerade um die Ströme geht, dass Sie verschieden dicke Kupferfolien wählen, also Kupfergewichte wählen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Sie können dann, je nachdem, welche Durchschlagsfestigkeiten Sie erzielen wollen, welche Impedanzen Sie erzielen wollen, also welche wie schnell Sie Temperatur überführen wollen von der oberen Lage zur unteren Lage, die dann dafür verantwortlich ist, dass Sie eine ausreichende Wärmespreizung bekommen. Da kann man verschiedene Materialien einsetzen. Wir haben
eine Vielzahl von Materialien, die eben über unterschiedliche Impedanzen verfügen, respektive unterschiedliche Durchschlagsfestigkeiten. Ein großer Unterschied der Materialien, die wir einsetzen, wir bringen diese Materialien im sogenannten Vorhanggießverfahren auf. Das bedeutet, dass wir die Dicke grundsätzlich frei wählen können. Wenn Sie sich andere Materialien anschauen, dann haben Sie klassischerweise im Mill-Bereich, also in den 25 μ-Schritten, eine Abstufung. Und wenn Sie, dazwischen geht halt nichts. Sie haben 25 μ, 50 μ, also 25 geht es sonst nicht, aber 50 μ bis 100 μ. Wenn Sie höhere Schichtdicken erreichen wollen, wird es dann auch meistens schwierig. Wir können problemlos bis 150 μ verschiedene Dicken für Sie sicherstellen. Das hat zur Folge, dass Sie dann dort, wo Sie höhere Schichtdicken fahren müssen, aufgrund der Durchschlagsfestigkeit ein Produkt wählen können von uns, was eine bessere Impedanz hat. Und damit können Sie einen Ausgleich schaffen zwischen der Dämpfung, die Sie durch die Dicke erreichen, weil Sie ein Produkt wählen, was eine schnellere Durchleitung der Energie gewährleistet. Das natürlich gepaart dann mit den unterschiedlichen Kupferfolien für die Leiterbilderzeugung und den Träger aus Aluminium respektive Kupfer, je nachdem wie die Applikation ist, für die Spreizung der Energie. Ja, da sind wir bei den Solder Joints, also bei den Lötstellen. Die Lötstelle, gerade wenn Sie an höhere Energien denken, ist immer ein Thema. Da haben Sie erstens die Möglichkeit, dass Sie, um den Stress zu vermeiden, der bei der Veränderung der Temperatur entsteht, die Möglichkeit, dass Sie Kupfer-Kupfer wählen. Das heißt, Sie nehmen einen Kupferträger, ein Dielektrikum und dann eben das Kupfer, was Sie brauchen für die Leiterzüge. Dann haben Sie weniger unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Das hilft Ihnen schon mal im ersten Bereich. Andererseits ist natürlich Kupfer relativ teuer und schwer. Beides wollen Sie normalerweise im Bereich Design verhindern. Wenn Sie dann Aluminium nehmen, dann haben Sie natürlich ein Mismatch, also haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Und das können Sie dann wiederum optimieren. Erstens, dass Sie beim Aluminium auf optimierte Legierungen gehen. Es gibt hier verschiedene Legierungen. Das muss man dann im Einzelgespräch dann bewerten, welche Legierung man nimmt. Das Zweite ist, dass Sie im Bereich des Dielektrikums optimierte Dielektrika nehmen, die einen anderen Modulus haben. Das heißt, die wirken als Aufnahme, als Puffer zwischen der Ausdehnung des unteren und des oberen Layers und absorbieren sozusagen den Stress, der dadurch entsteht, dass die obere und untere Lage sich unterschiedlich ausdehnt oder eben auch schrumpft. Das wiederum führt dann als logische Folge dazu, dass eben der Stress auf die Lötstelle reduziert wird und damit Sie eben dann weniger oder keine Fehler an den Lötstellen vorfinden. Sie können natürlich auch teilweise einfach mehr Lot aufbringen, aber auch das ist natürlich, wenn Sie dann in feinere Applikationen gehen, auch nicht mehr so einfach darstellbar. Das ist die eine Fragestellung. Die zweite Fragestellung ist, wenn Sie mal so eine Leiterplatte oder so ein Produkt produziert haben, dann wird es ja normalerweise noch geboxt. Und da gibt es dann Möglichkeiten, sie kleben oder auch sie schrauben. Beim Schrauben gibt es natürlich auch da wieder Vorgaben, mit wie viel Torque Sie die Schraube anziehen. Aber unabhängig davon ist es natürlich so, wenn Sie im Design nicht darauf achten, dass Sie genug Fläche anbieten für die Schraube, dann erzeugen Sie wieder Stress. Und der Stress führt dann dazu, dass Sie ein Zuverlässigkeitsproblem haben. Das eine ist die Fläche. Dann die nächste Möglichkeit ist, dass Sie höhere Kupfergewichte, also dickeres Kupfer nehmen, sodass also da eine Dämpfung entsteht beim Anziehen der Schraube. Auch da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, um zu diskutieren, wie man schon in der Designphase dies optimiert, um eben dann im Nachgang Probleme, Fragestellungen, Redesigns zu verhindern. Ich hatte eben auch angesprochen,
Die Durchschlagsfestigkeit, je nachdem, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Onboard-Charter denken, da legen Sie relativ viel Strom an. Das heißt, Sie müssen auch hier bei der Durchschlagsfestigkeit dementsprechend mit hohen Dielektrika arbeiten, um eben diese Durchschlagsfestigkeit, die minimale Höhe zu erreichen. Oft wird hier von 150 µ gesprochen, um dann eben 4, 5 und 6 Kilovolt Durchschlagsfestigkeit zu erreichen. Hier in dem Fall reden wir sogar von 15 Kilovolt DC bei 150 Grad. Hier hat sich in vielen Tests mit unterschiedlichen Tier 1 und Tier 2 Lieferanten für die Automobilindustrie gezeigt, dass die Produkte, die wir anbieten, eine Gleichmäßigkeit der Durchschlagsfestigkeit auch über Zeit und Temperatur sicherstellen. Konkret, wir haben eine Alterung und es ist wichtig, dass im Rahmen der Alterung die Werte soweit möglich sich so wenig wie möglich verändern. Und da haben wir durch die Tests prüfen lassen, dass wir hier ein Produkt haben, was auch in der Alterung trotzdem noch sehr gleichmäßige Werte bringt mit relativ wenig Abfall der Ausgangswerte. Auch eine interessante Frage, die wir auch gestern wieder im Gespräch mit einem Kunden hatten, ist das Thema PDIV-Testing. Hier in dem Fall war es dann ein Kunde aus USA, der gefragt hat, wie sieht es denn mit euren Produkten aus in diesem Bereich? Auch hier konnten wir, Sie sehen die Grafik. Übrigens, diese Präsentation steht Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können die entweder über den FED beziehen oder aber, wenn Sie mich anschreiben, schicke ich Ihnen gerne diese Präsentation zu, sodass Sie also jetzt nicht zu viel mitschreiben müssen. Auch hier nochmal ein Graph, der zeigt, dass unsere Produkte in der Hinsicht eine sehr hohe Reliability, also eine sehr hohe Zuverlässigkeit haben. Hypotesting, jeder spricht darüber, nicht alle verstehen es. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn wir jetzt mal konkret auf UL uns beziehen, dass die UL sagt, man sollte zweimal mit 1000 Volt testen. Wenn Sie am Markt schauen, dann sehen Sie sehr oft, dass Leute über Hypertests sprechen, in Wirklichkeit aber dann einen 500- oder 600-Volt-Test machen. Das ist kein Hypertest, das ist maximal ein Prooftest. Das ist ein Anhaltewert, aber nicht mehr. Warum macht man diesen Hypertest? Man will halt überprüfen, indem man Strom auf die obere und untere Lage legt. Man will halt überprüfen, ob es unter Umständen irgendwelche Fehlstellen innerhalb des Dielektrikums auf dem Substrat gibt, um eben auszuschließen, dass nachher nach der Bestückung im Feld hier mit einem Ausfall zu rechnen ist. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, dass Sie da sehr genau hinschauen und auch, dass Sie sehr genau hinschauen, ob diese ganzen Tests, sei es die Impedanz, sei es diese sogenannten Watt pro Meter Kelvin-Werte, die dann teilweise am Markt genannt werden, ob die auch alle nach einem einheitlichen internationalen Test, da gibt es einen ASTM-Test, dass sie nach diesem Test gemacht worden sind. Oft wird dann mit irgendwelchen Hausnormen agiert. Da können Sie alles testen, von 1 Watt pro Meter Kelvin bis von mir aus 100. Deshalb, ich würde da immer auf diesen ASTM-Test Wert legen. Bei dem Hypertest würde ich immer fragen, ist der Test mindestens 1000 Volt? Besser 1500 Volt, damit Sie einfach sehen können, ob die Werte, die man Ihnen da nennt, auch wirklich verifizierbar sind. Kommen wir zu den Case Studies, als ein Beispiel. Das ist, wie gesagt, das sind Beispiele aus dem richtigen Leben. Wenn Sie konkrete Fragen haben, auch da
immer gerne Kontakt mit uns aufnehmen und wir würden dann entweder mit Ihnen direkt ins Gespräch gehen oder wenn Sie einen bestimmten Leiterplattenhersteller Ihres Vertrauens haben, dann würden wir auch gerne da im Dreiergespräch mit Ihnen zusammen die Fragestellungen erörtern. In dem konkreten Fall war es ein Vergleich, den wir gemacht haben, DBC-Substrat gegen versus eines kupferbasierten EMS-Substrates, die Anwendung, wie Sie sehen, war 56 Volt mit 300 respektive 600 Ampere. Und die Fragestellung war, wie kriegen wir die Performance, also die Wärmeableitung und die Verteilung der Wärme, die gleichmäßige Wärmeverteilung, optimiert bei gleichzeitiger Optimierung der Kosten. Kosten ist halt, wie wir alle wissen, immer wieder ein Thema. Und das zum Thema Mantra, je früher man im Rahmen der Entwicklung dort mit den Beteiligten, sprich den Materialherstellern, den nachher den Leiterplattenherstellern zusammenarbeitet, desto besser wird diese Performance-Kost sein. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Vergleich gefahren mit DBC und unserem Kupfersubstrat. Und was wir eigentlich sehen konnten, war, wir konnten mit dem Produkt, das wir dort eingesetzt haben, erstens diese Verteilung der Temperatur optimieren. Also wir hatten keine Nesterbildung mehr in dem Sinne. Wir mussten nicht mehr wirebonden, was natürlich auch Zuverlässigkeit, weniger Material und auch Kosten bedeutet. Und wir hatten eine signifikant geringere Verwindung, Verwölbung, was dann wiederum, Sie kennen ja die Materialien allgemein TIM genannt oder Gapfiller genannt. Wir konnten auch da in der Hinsicht deutlich optimieren und wir konnten doppelseitig löten mit einer deutlich höheren Zuverlässigkeit. Alles in allem eine bessere thermische Performance und geringere Kosten. Die Frage hier war dann auch noch mal zum Thema Impedanz. Wir verweisen hier auf einen Vortrag der Firma Bosch, der auf der Semicon gehalten wurde. Sie sehen 2013. Das ist das, was ich vorhin auch schon eingangs sagte. Wir sind schon sehr lange in diesem Markt unterwegs und können dementsprechend natürlich auch auf sehr, sehr viele Erfahrungswerte und sehr viele Daten zurückgreifen, die für Sie, denke ich zumindest, sehr wichtig sind, um sicher zu sein, dass so ein Projekt auch wirklich fliegt und Sie jetzt nicht das Versuchskaninchen sozusagen sind. Hier sehen Sie die Impedanz. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, Impedanz, ganz wichtig. Diese Watt pro Meter Kelvin sind eins, aber es geht ja auch um die Dicke der Dielektrika, um die Durchschlagsfestigkeiten. Und wir konnten auch hier ganz eindeutig darlegen, dass wir eine signifikant bessere Impedanz mit unseren Produkten erreichen können und damit natürlich auch eine bessere Performance sicherstellen konnten. Unabhängig von der Performance, der Impedanz und damit der Wärmeabführung war auch dieses Thema Warpage, also Verbindung, Verwölbung, nochmal getestet worden. Das ist ja immer wieder ein Thema bei DBCs. Und auch hier, Sie sehen die Daten, war die Verbindung, Verwölbung signifikant besser. Das Produkt ist dann 2013 auch in die Serienproduktion gegangen und läuft bis heute. Jetzt, das ist dieses Thema, ist Automotive und für Power Conversion. Und die Ergebnisse, die wir da gezeigt haben, waren sehr, sehr zufriedenstellend. Und wir haben auch hier noch die Hoffnung, ist ein falsches Wort. Wir wissen, dass wir hier auch noch deutlich Zuwächse generieren können, weil wir einfach Probleme, die heute entstanden sind, mit diesem Produkt lösen können. Die zweite Anwendung sind die Lithium-Carbid-Power-Module. Hier handelt es sich um ein ganz neues Produkt der Firma T-Klett. Das ist ein
Graphit-embeddedes Material. Das heißt, wir embedden Graphit in unser Material, um hier optimierte Wärmeverteilungen zu erreichen. Das sehen Sie auch in diesem Versuch, den wir hier gemacht haben. Und wir haben hier diese EMS-Materialien verglichen mit, Sie sehen es, Aluminiumnitrit-Strukturen, normalerweise sehr kostspielige Materialien. Und hier auch nochmal eine Darstellung der Temperaturverteilung. Und wie Sie sehen, ist die Spreizung der Temperatur signifikant verbessert. Und das war das im Endeffekt, was auch der Endkunde erreichen wollte. Das heißt, was haben wir herausgefunden? Also hier geht es ja, Sie sehen es gerade, das sind sogenannte Siliziumkarbid-MOSFETs, Power-Module. Und wir konnten hier die Ergebnisse deutlich verbessern. Hier ist nochmal ein paar Zahlen. Also in diesem Experiment hatten wir eine 17-prozentige Verbesserung. Es ging hier um ein Produkt mit etwa 200 Watt Power Loss und 25 Grad Coolant, also Kühltemperatur am DBC. Und die Bilder sprechen, glaube ich, für sich selbst. Da muss man nicht viel zu sagen. Ich würde jetzt auch damit zum Ende meines Referats kommen. Würde mich freuen, wenn Sie die eine oder andere Frage noch haben. Wie eingangs gesagt, ich bin der Geschäftsführer, bin zwar Chemiker von Haus aus, aber vielleicht die eine oder andere Frage werde ich vielleicht nicht beantworten können. Würde mich aber freuen, dann dementsprechend mir die zu notieren und auf Sie zurückzukommen. Dann erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Michels, für den Vortrag. Dann schauen wir mal, der Peter ist mittlerweile auch schon aktiv, wie es denn ausschaut auf der Fragenseite. Mir momentan auf der Fragenseite nichts. Da ist noch sehr ruhig. Ich hätte ein anderes Thema, Herr Michels. Sie wissen ja, aus der Firma, aus der ich rauskomme, beziehungsweise für die ich arbeiten darf, wir sind unterwegs in der Inverterfertigung und auch in der Inverterentwicklung. Ja. Wenn ich jetzt so ein Material brauche und ich sag mal, in der letzten Zeit, die Spannungen werden ja immer höher. 400 Volt kann man fast sagen, das war einmal. Jetzt sind wir irgendwo bei 800 Volt. Das Forschungsprojekte sind bei 1200 Volt. Bei den 400 Volt weiß ich, da gibt es Anwendungen. Gibt es auch für die 800 Volt Themen Anwendungen? Und ich habe immer das Thema von unserer Produktion raus, nehmen wir den Alu als, sagen wir mal, als Kernmaterial oder nehmen wir Kupfer? Was würden Sie da sagen? Gibt es da Themen, was zu bevorzugen wäre? Ich denke, Kupfer wird teurer sein, aber trotzdem. Gibt es da Themen, wo man sagt, da habe ich Probleme in der Produktion, einmal beim Leiterplanhersteller, oder kann ich mit Problemen rechnen bei der Baugruppenfertigung? Wir setzen momentan nur Kupferkerne ein. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, Herr Wiener. Das treibt uns natürlich permanent um. Also aus mehreren Gründen heraus. Sie setzen nur Kupfer ein, wie Sie gerade gesagt haben. Es ist Automobil, ohne jetzt da irgendwas Falsches sagen zu wollen, aber da geht es um Stückzahlen und dann ist der Preis natürlich immer ein Thema und Kupfersubstrate kosten, wie man so schön sagt, ein anderes Geld. Also was wir festgestellt haben, wir haben das auch schon von unabhängigen Instituten mal prüfen lassen, dass wir mit unseren optimierten Dielektrika, mit optimierten Dicken in der 800-Volt-Technik sehr gut unterwegs sind. Das heißt, wir haben aber dann auch in den Einzelfällen immer noch mal optimiert. Einmal, ich hatte es angesprochen eingangs, wir nehmen kein Standard-Aluminium. Sie wissen, der eine oder andere weiß es. In der Vergangenheit gab es im Bereich EMS zwei Standardlegierungen, das war die 5052 und die 6061-Legierung. Da gibt es mittlerweile 4000er Legierungen, die bessere Wärmeleitfähigkeiten haben, weil das ist ja einer der Gründe, warum man Kupfer nimmt.
die Wärmeleitfähigkeit, also die Wärmespreizung, respektive auch noch dann natürlich, wie vorhin auch schon mal gesagt, der Stress der beiden unterschiedlichen Metalle, Aluminium und Kupfer. Deshalb hat man Kupfer genommen. Also wir haben Anwendungen, wo wir Aluminium einsetzen, zugegebenerweise die 4000er-Serie. Und wir optimieren das auch nochmal mit einem anderen Dielektrikum, welches einen anderen Modulus hat, also das, welches dann eben diesen Stress, der entsteht, nochmal puffert, verbessert. Und man muss natürlich ganz klar dann, je nachdem, was für Ströme anliegen, eben nochmal schauen, dass man die Leiterbahnkupferschicht, also die Kaschierung, dementsprechend anpasst. Also klare Antwort, ja, es geht, aber man muss den Einzelfall genau betrachten und dann dementsprechend sozusagen den Layup, den Stack-up, also die Zusammenstellung der drei verschiedenen Materialien aufeinander abstimmen. Sind wir wieder bei dem Thema, wie Sie gerade schon gesagt haben, das Mantra, ne? Entlang der Design Chain müssen wir unsere Produkte entwickeln, um hier ein zuverlässiges und kostengünstiges Produkt zu erhalten. Ne? Miteinander müssen wir das Ganze machen. Ne? Das ist das Um und Auf. Ich meine, wenn die ganze Sache schon entwickelt ist und dann, also ich komme aus Hessen, da sagt man, da ist der Hase über die Höhe. Da ist es dann halt rum. Deshalb ja auch, ich hatte ja gesagt, mein Mantra wird sein, bitte sprechen Sie ganz am Anfang der Entwicklung mit Ihren Partnern. Firma Zollner und wir, also jetzt spreche ich mal als Ilfa, wir machen das ja seit 20 Jahren höchst erfolgreich. Und das Gleiche gilt auch für diese EMS-Produkte. Weil es gibt ja nicht nur EMS, wenn wir über Thermal Management reden. Es gibt ja auch die Kupfercoins und weiß der Teufel was noch alles. Also ich kann es nur immer wieder sagen, alle Parteien an einen Tisch. Die Japaner machen es übrigens hervorragend. Wenn die eine Produktidee haben, fangen die schon an, alle an den Tisch zu holen. Soweit sind wir noch lange nicht, aber ich kann es nur immer wieder sagen, alle Mann an den Tisch. Alle, da kann nämlich jeder auch sagen, hier habe ich Bauchschmerzen, hier habe ich Bauchschmerzen, hier habe ich ein Thema. Und dann kann man in der Designphase noch sehr schön das auch dementsprechend anpassen. Weil oft ist es gar kein Problem, wenn man es nur früh genug weiß. Gut, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt mittlerweile drei Fragen da. Die erste ist vom Herrn Sucher. Der möchte wissen, bei einer 4-Unzen Kupferbelegung, welche Abstände muss man einhalten? Ich gehe mal davon aus, es geht um die Kupferstrukturierung hinten nach dem Ätzprozess. Ja, genau. Also 4 Unzen sind ja 140 μ. Und ehrlich gesagt kann ich dazu gar keine... Also erstens, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, bin Chemiker von Haus aus, bin also nicht der Designer, nicht der Layouter. Das kann ich so ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wie viel Strom drauf ist, wie er das nachher isoliert, also Lötstoffplug, was auch immer. Also habe ich jetzt ehrlich, da gibt es bestimmt auch Designregeln, aber die sind mir jetzt ad hoc nicht präsent. Da muss ich leider passen. Also auch von der ETS-Technik her können Sie nichts dazu sagen, wo man sagt, okay, die Mindestabstände oder diese Mindestabstände muss ich einhalten, damit ich überhaupt vernünftig ätzen kann. Ja, also gut, jetzt rede ich mal als Ilfa, als Leiterplattenhersteller sozusagen. Und auf die Gefahr, dass meine Technologen mich jetzt gleich erschlagen. Da denke ich, 200-300 μ sind machbar, wenn man eine dementsprechend ordentliche Ätzanlage hat mit Vakuum-Ätztechnologie und so weiter. Genau. Gut, sehr schön. Dann haben wir noch zwei weitere Fragen von einem Herrn Volkmar, denke ich mal. Der fragt, wie sieht es mit der Strukturierung der Kontur von IMS für LED-Anwendungen aus? Was meint er konkret mit der Strukturierung? Ich denke mal, dass es darum geht, wenn er LEDs aufsetzt, was man beachten muss bei der Strukturierung der Kupferaußenlagen. Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Standard-Layout? Also da werden dann die Layouter gefragt. Also da bin okay. Ich jetzt ehrlich gesagt raus. Also, aber ich kann es gerne aufschreiben, kann mal meine Leute fragen. Ich hatte ja gesagt, ich halte den Vortrag für die Kollegen in den USA, die halt leider Gottes das Deutsch nicht so mächtig sind. Aber ich schreibe mir das mal auf. Also die Frage war Layout-Vorgabe. Gehe ich mal davon aus, Layout, also Strukturierung der Kontur von IMS für LED-Anwendungen. Ich gehe mal davon aus, Layout-Vorgaben. Ja.
Und dann möchte der Volkmar auch noch wissen, welche Möglichkeiten gibt es und was ist bei Stückzahlen bis 10.000 Stück pro Jahr am wirtschaftlichsten? Ich denke mal, hängt auch davon ab, wie groß die Baugruppe ist. Ich wollte es gerade sagen, also 10.000 Stück, wenn es ein Onboard-Charger ist, sind das ganz andere Quadratmeter, um es mal so zu formulieren, als wenn es irgendein anderes kleines Teil ist. Die IGBTs, die ich kenne, sind nicht so groß, sodass 10.000 Stück jetzt in Azl Leiterplattenhersteller gesprochen. Wie gesagt, wir als ILFA würden das ja gar nicht machen. Da würden wir dann auf Unternehmen in Deutschland oder Europa und wenn es sein muss, auch Asien, aber lieber Europa, verweisen, die dazu was sagen können. Aber das sind Mengen, die in Europa jederzeit gut darstellbar sind. Und was die Wirtschaftlichkeit angeht, das ist jetzt die Frage Aluminium oder Kupfer. Ich weiß es nicht genau, wo er hinzielt. Ja, ich gucke mal, ob er noch antwortet. Er hat nämlich hier wegen der Kontur schon geantwortet, Herr Volkmar. Da ja. Geht, wie wird die Kontur bearbeitet? Ich vermute mal, das bezieht sich dann auf die Baugruppenkontur. Gut, Baugruppe, also die als Leiterplattenhersteller, wir bearbeiten die Konturen im Regelfall in dem, der Form, dass wir es fräsen, wir also stanzen, also die Kunden, die wir haben, die also Leiterplatten herstellen, stanzen ist eigentlich mehr für die grobe Ware, für die hohen Stückzahlen, die wirklich hohen Stückzahlen, 10.000 Stück. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß das Teil ist, wird wahrscheinlich eher noch im Fräsbereich sein. Wie sieht es denn bei Laserstrukturieren eigentlich, wie sieht es bei IMS mit Laserstrukturieren aus? Nein, also kenne ich nicht, weil einfach die Energie, die sie aufbringen müssten, wir reden ja von sehr dicken Materialien. Also wir reden ja von, im Regelfall reden wir von 1,5 mm Aluminium oder 1 mm Kupfer plus die Elektrikum plus noch der Kaschierung. Also da wäre mir nicht bekannt. Also ich kenne es eigentlich so, dass einmal gefräst wird, wenn man auch besondere Toleranzen hat, beziehungsweise auch Anforderungen an die Kantenqualität. Und wenn es einfach nur um Volumen geht, dann nimmt man halt ein Stanzwerkzeug, aber dann müssen es halt wirklich große Volumen sein, denn diese Stanzwerkzeuge, also untere Anhalte wäre 10.000 und nach oben habe ich auch schon 30.000 Euro gehört, allein für das Stanzwerkzeug. Und dann müssen natürlich Stückzahlen dahinter stehen. Ah ja, okay. Gut, dann hat sich der Sucher nochmal gemeldet. Der spricht von einem TO263-7 Gehäuse für die Silizium-Carbid-MOSFETs. Und da fragt er, wie kann man sowas bei einem SMD-Bestücker löten lassen? Wobei ich gleich sagen muss, das heißt SMD-Fertiger und nicht SMD-Bestücker. Ne? Ja. Also da würde ich mit großer Freude Richtung Herr Biene abgeben wollen. Weil da wäre ich jetzt komplett raus, weil wie gesagt, meine Baustelle sozusagen ist die Laminatherstellung und die Basismaterialherstellung respektive die Leiterplattenherstellung. Die Frage würde, glaube ich, wieder 10-mal besser beantworten. Markus, was macht ihr da? Geht ihr in die Dampfphase oder fahrt ihr durch einen normalen Rifflofen sowas? Das ist die Frage. Schauen wir uns die ganze Baugruppe an. Was ist sonst noch mit drauf? Richtig. Und dann werden wir entscheiden, welches Medium wir verwenden. Ja, die Möglichkeiten haben wir alle im Haus. Dampfphase wird wahrscheinlich immer gehen, ne? Es wird wahrscheinlich immer gehen, ja. Aber also die Dampfphase ist halt, sagen wir mal, von Durchsatz, weiß nicht, welchen Stückzahlen er unterwegs ist, ist die Dampfphase natürlich, obwohl es Inline ist, nicht so schnell wie in Konnektionsofen. Ne? Also kann man dem Herrn Sucher nur sagen, gehen tut es auf alle Fälle. Die Frage ist halt einfach, welche Stückzahlen hat er, wie sieht es im Durchsatz aus? Genau, da sind wir wieder bei der Design Chain, ne? Dass wir das Ganze im Prinzip ganzheitlich betrachten müssen. Von Ihnen, Herr Michels, als Materiallieferant über den Leiterplattenhersteller zum Baugruppenproduzenten und dann kriegt man das richtige Ergebnis. Genau, das wäre also unsere Traumvorstellung, dass wir wirklich zu dritt, zu viert am Tisch sitzen und man sich das Projekt anschaut und sagt, okay, das ist die Vorstellung, wie machen wir es? Genau, das wäre das Optimum, aber wie wir auch in der Realität sehen, wie wir auch im täglichen Thema sehen, es wird was entwickelt und ich sag mal, die Entwickler haben gar nicht die Möglichkeit, uns zu fragen, weil das später erst über, wenn das Produkt soweit fertig ist, über den Einkauf dann, sag mal, verteilt wird an die Hersteller. Ne? Ja, dann sind wir soweit, dann haben wir das Hasenthema, Herr Michels, das gerade angesprochen haben. Ne?
dann ist es passiert, weil dann kann man wirklich nur noch, sagen wir, ein Pflaster draufkleben, aber man kann nicht mehr viel, man kann nicht mehr viel machen. Ne? Dann nimmt das Drama da haben wir auch oft das Thema, dass wir dann in Redesigns reinlaufen, obwohl die Produkte schon zugelassen sind. Ne? Und das ist dann sehr ärgerlich. Ja, richtig. Richtig. Und es ist aber auch Zeit, weil Sie haben es gerade gesagt, Zulassung, Validierung, von den Kosten mal ganz zu schweigen, ist auch natürlich auch einfach ein Zeitthema. Deshalb da im Vorfeld früh genug miteinander gesprochen, das gibt einem eine Geschwindigkeit, die kriegt man hinten raus nicht mehr rein. Der Matthias Pittel schreibt, bei unseren Geräten muss ein Dielektriktest 1500 Volt AC 50 Hertz für eine Minute bestanden werden. Ja. Die Betriebsspannung geht nicht über 1000 Volt DC. Welche Dicke vom Dielektrikum ist für eine 10x10 cm große Leiterplatte nötig, um nachher bei dem Test im Gesamtgerät keine Ausfälle zu haben? Das müssten wir uns anschauen, das kann man rechnen. Also ich kann es nicht, aber das kann man rechnen. Die klassischen Durchschlagsfestigkeiten von unseren Dielektrika liegen irgendwo zwischen 1000 und 1500 Volt. Für die Standard-Dielektrika, diejenigen Dielektrika, die sehr niedrige Impedanzen haben, liegen bei 750 Volt. Und da muss man eben sehen, dass man bei 75, 100 μ die Elektrikum liegt, um solche Werte erreichen zu können. Gut, dann haben wir noch den Hanno Platz, der schreibt, der Vergleich IMS zu DCB mit Kupfer hinkt doch stark, Alu zu Kupfer. Wenn Kupfer, dann preisgleich, Fragezeichen. Wie groß ist die Lieferzeit bei Ilfa für IMS-Muster? Bei Ilfa Jahre, weil wir machen es gar nicht. Aber ich könnte Ihnen, also ich kenne ein Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, und mir wird auf die Gefahr, dass es andere Unternehmen mich jetzt steinigen, weil es mir schwer, wenn man eins nennt, aber da gibt es eins im Sauerland, die sind sehr schnell, die setzen sehr gute Materialien ein, zum Beispiel von uns, und die können da bestimmt helfen. Das ist die Firma Richter. Richter Elektronik. Genau. Ja. Also, ja. Mit der Entschuldigung an alle anderen, die jetzt zuhören und auch Leiterplatten in EMS machen. Aber der fällt mir jetzt ad hoc ein. Die anderen können sich ja mal am Platz melden, ne? Ist ja kein Problem. Ganz genau. Und dann will Hanno Platz noch wissen, gibt es mehr Infos zur Leiterplattenvariante für Silizium-Carbid-MOSFETs? Ja, gibt es bestimmt. Also jetzt habe ich ad hoc das nicht, kann ich ihm das nicht liefern, aber wenn er mir mich mal kurz anmailt, entweder auf t.michels@ilfa.de oder unter thomas.michels@tiklet.com, dann würde ich dafür sorgen, dass er Informationen bekommt. Ja, E-Mail kriegen Sie, schreibt er gerade. Wunderbar, Dankeschön. Gut, ansonsten habe ich jetzt weiter keine Fragen hier bei mir auf dem Schirm. Markus, hast du noch was? Nee, ich habe jetzt bei mir auch nichts mehr. Wir sind perfekt in der Zeit. Wir haben das Ding ja angesetzt mit maximal einer Stunde. Jetzt sind 55 Minuten dran. Ich aber noch, und zwar ist das die Frage bei dem Thema Zuverlässigkeit von Schraubverbindungen, weil wir ja auch in der A610 immer wieder dieses Thema Drehmomente haben. Gibt es da von Ihrer Seite für den IMS-Bereich irgendwelche Vorgaben, wie man die passenden Drehmomente rauskriegt, außer durch eben Schraubversuche? Also ich glaube, da gibt es sogar Normen. Aber da würde ich gerne den Herrn Benzinger nochmal ansprechen. Frank Benzinger ist unser Technical Manager. Da glaube ich, können wir Ihnen Ideen zu liefern. Also ich glaube, da gibt es sogar Normen, wie viel Torque man da ansetzen. Also wenn es da was gäbe, wenn Sie mir da was schicken könnten, das wäre nicht schlecht, weil wir haben in den A610-Kursen immer wieder dieses Thema Drehmoment auf Schraubverbindungen im Elektronikbereich. Und da ist einfach das Problem, dass die Normen, diese DIN-Normen halt, naja, Stahlschraube M4 mal irgendwas, Mutter M4 mal irgendwas, dass die nicht funktionieren. Ja. Also komme ich gerne auf Sie zu, weil ich weiß aus der Vergangenheit, dass wir da mehrfach auch mit verschiedenen Unternehmen, Tier 2, genau zu dem Thema immer wieder Themen hatten. Also auch, ich hatte es ja auch gesagt im Vortrag, Layout, was kann man da vielleicht auch noch tun, um mehr Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ja, also sehr gerne. Wenn Sie es so lieb und mir gerade eine kurze E-Mail schicken, dass ich Ihre E-Mail-Adresse habe, dann kann ich es direkt beantworten. Ja, mache ich.
Gut, Markus, gibt es noch was? Ja, von meiner Seite her gibt es nichts mehr. Eine Anmerkung von mir vielleicht, wenn es gestellt ist. Na klar. Also nochmal zu dem Ganzen, was der Michael auch gesagt hat, mit dem rechtzeitig zusammenzusetzen. Die Fertigungsüberladung beginnt nicht irgendwann später. Wenn jetzt habe ich sie gerade verloren. Ganz am Anfang bei der Präentwicklungsphase, das ist wichtig. Dort beginnt die Fertigungsüberleitung, dort beginnen die Absprachen und das muss man dann machen. Entschuldigung, ich hatte einen Teil Ihrer Frage nicht verstanden. War keine Frage, es war nur eine Feststellung, Feststellung, dass die Zusammenarbeit dort beginnt in den Präentwicklungsphasen, bei den ganz am Anfang ist die Fertigungsüberleitung zu sehen und nicht ganz am Ende. Ja. Okay, dann würde man denn deine Idee, Gerd, gleich mal als Schlusswort nehmen. Ich darf mich bedanken bei unserem Referenten, Herrn Michels, bei meinen beiden Kollegen, Gerd, Peter, für die Unterstützung. Ja, und wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung. Und vielleicht sehen wir uns ja im Juli in Nürnberg auf unserer 3D-Electronics. Sehen uns im September in Augsburg oder irgendwann dazwischen wieder online auf unseren FED-Talks. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und dann noch eine schöne Zeit, noch einen schönen Tag. Ja, danke, tschüss. Danke, ja, ciao. Tschüss.